Buh, hey. Nee, hat sich bestimmt keiner erschreckt. Willkommen zurück zu Castlevania Area of Sorrow, Folge 3. Dum, 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 bam, bam. Ja, und hi. Ich nenne dich einfach Rock. Du bist einfach nur Rock. Bam, Rock. Level up. Danke, Rock. Oder ist Gras. Vergräbt überall auf seinem Territorium Landminen. Klingt auch nicht so prickelnd, aber wir probieren es aus. Denn wir probieren einfach alles aus. Ja. Okay. Und sie haben einen Timer. Naja. Und direkt schon wieder ein Bosskampf. Au. Wieso krieg ich immer. Wieso krieg ich. Ah, direkt am Anfang des Parts ein Bosskampf. Das grüne Chrysal-Ding da. Kann ich dich kaputt hauen oder bist du halt mein Handicap hier? Gift. Ja, die Lamine ist nicht schwach. Also das kannst du nicht sagen, aber. Au, Gift macht wohl, dass wir besonders viel Schaden bekommen. Weil temporär HP verlieren wir keine, also sieht es wohl wirklich eher aus nach mehr Schaden. Boah, ich hätte dich gerne in einem Loop, aber das kriege ich wohl nicht hin. Oh. Ha, ich hab besiegt! Woo! Ich bin cool, ich bin gut, ich hab's geschafft, ich verliere nicht den Mut. Weiter geht's, nach... Up. Una, go, go! Es macht ordentlich Schaden, auch wenn's blöd mit Zielen ist. Nein! Geh weg! Die Viecher sind übel. Flohmann! Warum sind die übel? Weil die... saublöd zu treffen sind. Komm, geht doch. Ja, mit der Landmine kannst du anscheinend schon einiges machen. Es ist doch nicht so schlecht, wie ich dachte. Und direkt ein neues Areal. Oh, ich dachte, wir kriegen unsere Belohnung und dürfen wieder gehen, aber nö, anscheinend nicht. Zombie-Offizier. Greift noch und level up. Ist hier eine Wand zum kaputt machen? Nur ein bisschen Windsichel. Klasse. Nicht direkt in den Kopf bekommen, aber anscheinend. Komm, wir rutschen. Rutsch, 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 rutsch. Arbeitszimmer. Ich glaub, rechts war ein Speicherpunkt. Ah! Rechts ist nicht. Ja, wenn man auf der Tastatur, ne, wenn man das Tastatur spielt und dann au. Ja, und sich dann aua macht, dann tut's weh. Nee, Und dann. Mit dem einen Finger nur die Zeile verfehlt. Was weiß ich, ich war gerade mit dem Finger, wo Angriff drauf liegt. Doch kein Speicherraum. Mann. Das Spiel mag mich nicht mehr. Aber wenn man dann mit der einen Hand, wo der Angriffsknopf drauf liegt oder der Sprungknopf, die halt weg ist und man auf einmal nicht mehr springt oder nicht mehr angreift, das ist extrem nicht lustig. So. Rauf, 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 weil nicht geht. Na, schade. Geht nicht rauf. Hexenschülerin. Ich glaube, deren ihr Spezialfähigkeit war auch nicht schlecht. Das ist halt, wie gesagt, Zufall, wenn man eine Seele bekommt. Also, ich habe es gar nicht gesagt. Es ist Zufall, ob man eine Seele kriegt. Es ist nicht sicher, dass wenn man einen Gegner tötet, dass man seine Seele bekommt. Wir haben das Bastardschwert. 31. Ist wieder langsamer, aber hat Reichweite. Oh, das hat Reichweite. Das ist richtig schön. Stärker und höhere Reichweite. Also unterm Strich, besser für mich. Weil allein für diese hier sind, für diese Gegner da sind mehr Reichweite. Oha. Göttlich. Ein Riesenherz. Das hat jetzt ziemlich viel Magie wiederhergestellt. Dann war hier links irgendwo ein Speicherpunkt. Nur ein Antifluchtrank. Was wird's wohl machen, ne? Au, böser Metzger.
war da. Bleib mir weg. Go, go, Gachetto, Landmine. Au. Ich brauche einen Speicherpunkt. Ich will keinen Heiltrank benutzen. Oh Gott. Da komme ich aber auf eine super Idee. Also hier war die Landmine jetzt extrem praktisch. Knochensäule strahlt Flammen ab. Das ist eine blaue Seele. Nehmen wir einfach mal mit und gucken, was er macht. Ah, eine Angriffstechnik. Hä? Also habe ich mich doch durchgesagt, ob das sind nur Supportfähigkeiten, wenn ich es in diesem Part gesagt habe. Nicht nur in der vorherigen Aufnahme. Ich glaube, das war richtig, oder? Ich gehe aber erstmal links. Nein, ich gehe nicht links. Ich guck mal, ob das überhaupt richtig war. Ich weiß es gerade nicht. Muss. Sonst komme ich ja nicht da hoch. Bist du eine brüchige Wand? Nein. Schade. Ich brauche dringend einen Speicherpunkt. Ganz ehrlich. Ja, unten sieht man noch einen richtigen Weg aus. Irgendwo war das so ein Rätsel. Aber wir sind einfach nur cool auf der Kiste stehen geblieben, wenn es runtergefallen ist. Irgendwo war da so ein Rätsel. Mit so einer Kiste. Das weiß ich noch. Es reicht trotzdem nicht. Schade. Turbo-Taste für langweilige Sequenzen. Sterb! Ah. Ist mir egal, ob es Mana-Verschwendung ist. Oh oh. Diesen übel. Ektoplasma kann verfluchen. Hallo, die Person, die im Skyborn gekommen ist. Nochmal Aufnahmemethode für dieses Fluch. Was war Fluch? Weiß ich gar nicht, aber ich muss eh ins Hauptmenü. Anti-Fluchtrank und. Oh, das war blöd. Hätte ich wissen sollen. Jetzt habt ihr jetzt aber gesehen, was es macht, ne? Ich bin ganz nett zu euch. Ich zeige ohne Verluste, ohne Angst vor Verluste, euch Items, ne? Flohmann. Luckshot. Wieso bist du nackig obenrum? Und wieso kannst du mit Spinnenweben schießen? Wie eine MG. Wie eine Gatling. Au. Jetzt habe ich den Mauszeiger noch im Bild. Klassisch. Das ist mein Mauszeiger. Das ist cool, oder? Da gibt's ein einfacher Trick. Ich bin gerade eher orientiert nach dem Speicherpunkt. Danke! Danke! Danke, Spiel! Ich mag dich! Danke an alle, die Gesundheit gesagt haben. Hi. Oh, da komme ich nicht drunter durch. Das Buch ist auch cool, wenn ich mich richtig erinnere, was es ist. Sag ich. Nee. Ich bin ganz nett und verrate euch nicht, was das Buch macht. Level up! Nein, das Buch macht. Nein. Level up macht das Buch zwar nicht, aber ich hatte eins. Noch eine neue Figur. Hey, du bist sicher Soma, nicht? Du musst es sein. Ja, aber. Wer bist du? Oh, Verzeihung, ich bin Yoko Belnades, ein Mitglied der Kirche. Wieso sollte ein Mitglied der Kirche mich erkennen? Du kennst doch Aluka, ich meine Genya Ariko, stimmt's? Schon, aber... Erzählte mir von dir, ich soll dir helfen, wenn du Probleme hast. Ich soll Ariko... Was soll ich Ariko gesagt haben? Schwer zu glauben. Nun ja, er wirkt zuerst kalt, aber eigentlich ist er ganz in Ordnung. Vielleicht sorgt er sich um dich, weil er beiden dunkle Kräfte besitzt. Moment mal, hast du etwa gesagt, meine Kräfte seien dunkel? Ja, hast du etwas nicht gewusst? Oh nein, was habe ich jetzt gesagt? Was? Naja, ich muss jetzt raus. Im Grunde hast du die Macht, Ungeheuer zu beherrschen. Ungeheuer zu beherrschen, aber das will ich gar nicht. Das ist so natürlich wie das Atmen für dich. Darum ist es dir nicht klar. Und die dunkle Macht heißt nicht unbedingt, dass sie böse ist. Sie ist wie eine Waffe. Der Benutzer nutzt sie zum Guten oder zum Bösen. Wenn du es so erklärst, geht es mir schon etwas besser. Seit ich die Macht habe, weiß ich kaum noch, wer ich bin. Du bist du selbst. Du könntest niemand anderer sein. Zweifle nicht an dir. Sei zuversichtlich. Das ist am wichtigsten. Ich glaube, ich verstehe jetzt. Danke, Yoko.
Normalerweise bedankt sich niemand bei mir. Ach, da fällt mir ein. Hast du einen gewissen Graham gesehen? Graham? Ja, den habe ich schon mal da getroffen. Nämlich fällt mir, ach, ich glaube, er wird Draculas Macht erben. Bestimmt nicht. Er hat nicht wie ein übler Typ gewirkt. Klar. Darf ich dir auch noch einen Bären aufbinden? Täusch dich nicht. Er ist nicht der, für den du ihn hältst. Hm, na schön. Ich muss los. Ich muss Graham finden. Man sieht sich. Tschüss. Joko. What? Me got teleported? Ah, das war Fluch. Keine. Atme mit Verstand der Wolke aus. Jo, das ist dasselbe vom Angriffsstil her wie das, was wir eben erst bekommen haben. Ja, jetzt weiß ich wieder, was Fluch macht. Wir bekommen keine Magiepunkte mehr. Au. Das war Fluch. Stimmt. Geld? Da muss noch mehr dahinter sein, oder? Nö, anscheinend nicht. Ich meine, ein extra Raum für 100 Coin, für 100 Dollar. Aha. Da war auch irgendwas dran an dem Raum. Wir machen den nächsten Bosskampf noch. Ja, dann würde ich langsam wahrscheinlich den Part schon wieder beenden. Hi. Ist übrigens auch ein Abfarm-Boss später, also es gibt so einen Groß, der mit dem kannst du dann super. An dem kannst du dann super leveln. Man sieht, er hat eine extrem begrenzte Reichweite und ist extrem langsam. Und hat ein ziemlich einfaches Angriffsmuster. Ich habe gerade einen Loop, glaube ich. Ach nö, das war. Ja, er ist ziemlich einfach. Ich habe einen Loop. Ist klar, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ich spiele wieder. Bis dahin oder bescheißen spul zurück. Bis dahin. Was weiß ich. Bis zum nächsten Mal. Spielende, Partende. Bis dann.